willkommen, liebes Pull-Universum, zum Vlog Nummer 24. Wir schreiben heute den... Ist der 24.? Ne, heute ist der 23. 23. März 2022. Gestern waren wir schon auf der Dream of Palace, wir haben es ja gesehen, im letzten Vlog gegen Roland gespielt. Eigentlich wollten wir erst morgen gehen, aber ich habe mich dazu entschlossen, jetzt doch zu gehen, denn Ercan ist heute da, also er kann mir heute die Haare schneiden. Wir müssen uns also beeilen, es ist schon relativ spät, sondern fast 12:30 und um 3 Uhr geht die Dream Ball los, also eines geboten. Heute kommen andere Bälle mit, kein Pitch Black, sondern Pitch Purple. Wie bereits erwähnt, kommt auch der Mystic Jackal mit, der 289er Ball von letzter Woche Dienstag auf der Inter Bowling. Der wird heute besonders unter die Lupe genommen. Und natürlich, wie versprochen, Premiere Altered Reality. Altered Reality. Mit Scheiß gegleibert. Und Mr. Schlitzauge klagt über Zahnschmerzen. Deswegen muss ich morgen nochmal in der Früh zum Zahnarzt. Welcher Ball war es noch? Scheiße, ich vergessen. Ach, hast du Physics heute mal wieder? Mit von der Partie? Ich hab davon gesagt. Ach, Trend 2. Und schnell. Ach, Trident Horizon. Da hatte ich jetzt auch die Fingersätze wechseln lassen. Deswegen, genau, das sind die 6 Bälle, die jetzt mitkommen werden. Wir sehen uns dann gleich auf dem Weg und hoffentlich beim Friseur dieses Mal. Keine Ahnung. Bis gleich. Tschüss, bis dann. So, schaut ihn euch an. Nein. So, ein nervöser Hund hier wieder. Unmöglich. Hat Wasser bekommen und bleibt nicht sitzen. War schon 100 Mal hier. Schaut ihn euch an, den Papa. Kriegt er seine Haare geschnitten, so wie es ihm gefällt. Er ist schon fast ausrastet. Das gefällt ihm. Und schau dir die Hundi. Nein, der ist so nervös. Das gibt's doch gar nicht. Du bist schon so oft hier gewesen. Jetzt beruhig dich mal. Sitz. 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 Das Einzige, wo er sich beruhigt, ist beim Bowling. Sitz. Sitz. Der Hund hört nicht. Unmöglich erzogen. Naja, nochmal kurz auf ihn. Sitz. Hallo, ja, alles gut. Alles gut. Bleib jetzt hier. Das gefällt ihm. So. Zurück vom Haare schneiden, also was heißt zurück, wir sind jetzt draußen und ich wollte jetzt erfahren, wo Mehmet anscheinend arbeitet, in der Heimstettener Straße 39 in Fürstenfeldbruck. Keine Ahnung, ob das, angeblich hat er sich selbstständig gemacht. Schauen wir mal, die Frisur, ja, passt schon, nicht weltbewegende ist, aber auch nicht schlecht. Ach, du hast immer noch was zu meckern. Nee, es ist solide, also nicht, wo ich mich jetzt aufregen müsste oder könnte. Schade. Aber jetzt auch nicht so, wo ich denke, boah, ist das gut geworden. Einfach so. Ja, mein, vielleicht liegt es ja nicht an denen, vielleicht liegt es ja an dir. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Manchmal gibt es so, wo ich denke, boah, heute ist echt gut, aber manchmal... Ja, ich glaube, es liegt ja nicht an dir, weil für mich sieht es immer gleich aus. Echt? Gleich? Es sei denn, die paar Male vom... wo der eine da... Wo ich auch gesehen habe, oh ja, er hat ein bisschen zu hoch. Ja, muss ich manchmal demnächst mal besuchen gehen. Dann kannst du wieder aufregen, weil er dir die Haare nicht so schnell, wie du es gerne hättest. Er schafft das schon. Naja, jetzt sind wir relativ gut rangekommen, sag ich jetzt mal. Es ist jetzt 14:04 Uhr, also
Eine Stunde auf jeden Fall müssen wir schon längst da sein. Am besten noch früher. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zum Auto und dann sehen wir uns wieder kurz vor der Jumbo Palace. Bis gleich. Rein geht's in den Tunnel des Horrors. So, wir sind an der gewohnten Stelle, kurz vor der Dreamer Palace, der größten Bowlinghalle Europas mit 52 Bahnen, wie wir wissen. Und mir ist auch aufgefallen, ich habe heute gar keinen Solid Ball dabei. Was jetzt, glaube ich, nicht so schlimm ist, denn gestern waren die polierten Bälle eh besser. Ich hoffe, dass die Bahnen so ähnlich sind wie gestern, dann dürfte ich keine Probleme darin sehen. Genau, wie gesagt, auch mit dem Pitchback habe ich die 10er von 5-mal plus einmal geräumt. Das war eine Frechheit, was ich da abgeliefert habe. Deswegen habe ich auch den Pitch Purple mal hergenommen. Ich denke, dass der ungefähr gleich laufen wird, wenn ich ihn gerade spielen möchte. Von daher kommt er auch mal wieder zum Einsatz. Genau, eigentlich wollte ich noch den Zen Master mitnehmen als Solid, aber irgendwie habe ich das verschwitzt. Aber welche Bälle habe ich jetzt mitgenommen? Pitch Purple hatte ich, Trend 2. Motive Jackal, Mythic Jackal. Und Triton Horizon und noch irgendeinen, ich weiß nicht mehr, genau. Astrophysics, genau. Ja, wir sind ja eh gleich da, wir sind ein bisschen, also wir sind ziemlich gut durchgekommen. Nicht mal eine halbe Stunde haben wir gebraucht, vom ZOB bis hierher. Also es ist jetzt halt gute 20 Minuten, bevor es losgeht und ja, trotzdem möchte ich mich schon mal wieder ganz vorne an die Kasse anstellen, dass man pünktlich drankommt, das ist klar. Würde ich sagen, die Stelle haben wir erst beim letzten Vlog gesehen, also gestern erst eigentlich. Deswegen wird diesmal erst kurz gefasst das Video und wir sehen uns den ersten Spieler wieder auf der Bahn, würde ich sagen. So, wir sind jetzt auf der Bahn angekommen. Wie Sie sehen können, die Lichter gingen gerade an im Hintergrund. Ja, es ist so kurz vor drei. Ja. Also einige sehen schon schön aus, die haben schöne Farben. Bälle? Von den Bällen, ja, ja. Nee, ich meine echt die Bälle. Manche sind da, haben sie echt... Ich weiß ja nicht, wer sich das einfallen lässt, aber bei manchen sieht es schön aus. Ich habe keine Ahnung, wer sich das einfallen lässt. Wie der Eisball, der hat zwar jetzt nicht so viele verschiedene Farben, aber den fand ich auch immer richtig schön. Schau, dass der kaputt gemacht wurde. Der ist kaputt. Ich habe ja noch einen. Hm. Ja, auch der, kriegt wieder neue Einsätze. Mal schauen. Denen nicht vergessen, das Allerwichtigste ist H und O. Bisschen Luft rausdrücken. Das ist doch noch gar nicht frei. 2 Minuten vor eigentlich. Naja, bisschen. So, Taschen erstmal aufräumen. Dann naja, die sehen. Test the back. Test the way. Oh, was ist das? Na, ist doch schön, sonst meckerst du mal so stumpf. Unter Umständen. Oder legst du hin wie Belmo? Ja. Obwohl bei ihm war der, weil es festgesteckt hat. Also bei dir wäre es ja ausrutscht. Naja, ich würde sagen, wir gibt jetzt den ersten Wurf noch nicht mit dem neuen. Nein? Nein, erstmal warm werden. Astro. Ja, warm ist es heute. Wieder so trocken wie gestern. Muss schon echt aufpassen heute. Lange nicht mehr dabei. Jetzt wird der Trend, der Trend 2. Thank you.
Dann der Jackal Mystic Chicken. 280er Ball letzte Woche. Come on, really? Meine Haltung ist komplett anders. So, ich würde jetzt sagen, es ist soweit. Jungfernwurf. Come on. So, der beste Wurf, würde ich sagen, war heute tatsächlich mit dem Trend 2. Deswegen. Ja, also jetzt habe ich neue Fingeransätze drin, größere jetzt. Und läuft der Ball ganz anders, würde ich sagen. Ja, jetzt leg nochmal. Muss man Strike her. Come on. So. Der war vorhin auch nicht so gut. Deswegen jetzt halt nochmal. Try them. Naja, hab schon besser gesehen. Nee. Gut. Also der beste Ball war dieser Bärmoball. Deswegen zum zehnten Frame muss ich es ausnutzen. Oder auch nicht. Hat aber Schwein gehabt. Aber hallo, gell? Ja. Ja, hast du für dich zum Abschluss dieses Spiel. Naja, jetzt schauen wir mal. 189. Naja, gut. Ich würde sagen, es gibt einige Aufnahmen von unten zu sehen. Nein, nicht. Ein Spiel Mystic. Ein Spiel Altered Reality und dann gibt es die Aufnahmen von unten. Bis gleich. Yes, sir! So, erstes Spiel wird mit dem Altered Reality gestartet. Würde jetzt machen. Boom! Ich bin nicht mehr. Wärst du gerne, gell? Ja. Ein paar Millionen auf dem Konto. Jeden Tag Bowling spielen. So viele Kinder wie er hat. Oh ja, nee, auf die kann ich verzichten. Gleich adoptieren. Adoption freigeben. Jetzt aber.
spektakulär, aber nicht bald. Versuch ein bisschen weiter rechts zu gehen mit mehr Geschwindigkeit. Das ist es. Geschwindigkeit wird nicht höhere Geschwindigkeit, aber wage ich zu bezweifeln. Auf jeden Fall eine andere Linie. Und hat geklappt. Come on. Ja, aber die sind gefallen jetzt. Ich bin froh, natürlich. Aber das war ein scheiß Wurf. Ich gehe doch wieder ein bisschen nach links. Hättest du nicht machen sollen. Auch schlecht. Hättest du nicht machen sollen. Nimm ihn mit. Ja. Wir sagen erstmal ein Schlückchen. Beste Puert. Das ist echt nicht zu süß. Veganes Mango-Sorbet. Ich habe wieder mehr Zahnschmerzen, hat der meiste Bescheid hier. Ja, dann dürftest du Cola ohne ich. Da geht es mal drauf, oder? Nicht gut, aber mein Gott, ich würde sagen, wir machen dann direkt das nächste Mythic Video. Direkt am Anschluss. Bevor jetzt noch mehr Leute kommen. Ja, ja. Du musst ja gucken, ob du aufpasst. Ja, ich sowieso. Schlag dich so cool und blau. Ich möchte ganz gerne auch noch ein Spiel mit dem Renn 2 zeigen später. Aber erst dann die auch noch von unten und dann später dann den Renn 2. Weil der war echt gut. Von unten, wie das alle gerne haben. Aber echt. Come on, pick him up. Ja. Yep. Nicht gut. Ja, aber wenigstens hast du mitgenommen. Das ist logisch. Halt sogar scheiße. Scheiße. Voll verunsichert momentan. Aber nur hier. Sonst habe ich da nicht. Bei mir, Baba. Come on, keine 10er heute. Mei. Pick him up, pick him up, pick the fuck him up. Ja. Pick him up, pick him up, pick him up, pick him up. Und jetzt some strikes. Strike. Haltung sollte Note D. Do it. Yeah, see, it works. Oh,
schön gemacht. Sieht trotzdem nicht so gut aus. Ich mache jetzt noch 4 Stripes, dann ja. Ansonsten nein. Ja, dann mach mal 4 Strikes. Ich weiß, du kannst es. Gut, ich mache es. Gut. Oh. Zeit zum Zehner üben. Ich habe echt Angst gerade. Ja, rechts, 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 rechts. Oh, meilenweit. Ey, ich bin scheiße, ey. Und der macht Ruf, der macht noch mehr als der Pitchbreak hinten. Der Pitchbreak, der wird vielleicht noch gerade, aber... Nee, der nicht. Diesmal brauche ich doch den Zero wieder, glaube ich. Zero. Das ist erbärmlich. Ja, ich hab's gewusst. Naja, 184 kann ich noch machen. Naja. Nicht cool, aber mein. Ja, daneben nicht. Miserabel. Ja, keine Ahnung. Das muss besser werden. Was haben die für sich zu sagen? Ich muss ja erstmal reinkommen ins Spiel. Ich bin auf jeden Fall bei einem Schnitt von 190, wenn überhaupt. Aber Mann, was für einen Schnitt habe ich? Weiß ich nämlich nicht. Wo steht es? Ja, jetzt noch nirgendwo, weil ich bin irgendwo falsch. Nee, passt nicht. Was habe ich jetzt? Ja, nee, ist richtig schlecht. 185 oder keine Ahnung. 561, 187, also. Es muss besser werden. Wir sehen jetzt die Aufnahme von unten. Bis dann.
10 Spiele absolviert. Jetzt habe ich mit den Ultra Trails hier mein gutes Spiel. 2,45 und klicken bei 197,9 Schnitt. Ein Spiel mit dem Trend 2 gibt es ja noch zu sehen. Allerdings versuchen wir auf die 5 wegzuwechseln, da haben wir unsere Ruhe zum Filmen. Bis gleich. So, wir sind jetzt auf die Bahn 5 gegangen. Ich hoffe, dass das auch gut läuft. Ich bin jetzt bei 197,9 gewesen. Auf 10. So, Trend 2 wird versprochen. Ein richtig mieser Punkt. Ja, war ein schlechter Start. Ja. Kann nur besser werden. Mit ihm los? Wo die sieht? Was ist los? Scheiße, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich weiß, aber es ist wenigstens
gefallen. Hier ist es schwieriger zu spielen. Ja, eine kleine Herausforderung. Ja, schon, aber. The reality, the altered. Was war das? Altered reality. Was ist als erst gesagt? Das war echt schwer zu hören. Altered reality. Nee, du hast davor was gesagt. Der scheint besser zu laufen. Deswegen bleibt jetzt mal dran. Schon so rüber. Die ganze Zeit schon. Okay, stopp. Ich hatte davor auf der anderen Wand, ich habe die nur noch gewonnen. Die letzten 10 Würfe bestimmt. Aber 191, naja. Ja, Schritt jetzt 12, nicht so gut jetzt. Ich würde sagen, Einwurf mit dem Trend, komm. Komischerweise. So. Jetzt sagen wir, schalten wir später wieder ein zum Ergebnis. Bis später. Genau, die Kamera ging jetzt aus und dann mache ich 244 das Spiel natürlich, auch mit dem Trend 2. Warte mal, ich gehe mal kurz hoch. 13 Spiel habe ich jetzt 197,4. Also ich taste mich wieder an die 300, an die 200. Ich versuch's jetzt noch einmal. Komm. Power Trend 2. Thank you.
schon. Naja, aber 2:16 sind auch nicht schlecht. Ja, knapp dahinter. 198,7. Okay. Eins Spiel mache ich jetzt noch. Nicht auf Video. Wir werden dann später wirklich das Endergebnis sehen und dann bleiben. Beende ich den Block Nummer 24. Das ist der letzte Block vor dem Europapark. So, 15 Spiele absolviert. Jetzt kommt der allerletzte Tour. Und ich habe es geschafft. Ich bin im 200er Bereich. 2:22. Mit dem Vierfachen angefangen mit dem Jacko. Die ersten 6 Serie war schlecht und die zweite 6 Serie. Da ging es bergauf. Gut aufgehört mit einem Strike. 2:32, dann habe ich den Schnitt nach 50 Spielen. Bei 3015, genau bei 201. Ich würde sagen, schön. Ja, ist nicht so gut wie gestern. Da hatte ich auf 8 Spiele 206, aber nein. Ich würde sagen, das war's mit Block 24. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Aber erst geht's zum Europapark. Schaltet ein. Tschüss, bis dann. Auf meinem Kanal. Meinen auch.